So, da geht es auch schon wieder weiter. Ach ja, die Tiefsee. Darauf bin ich am meisten gespannt. Jetzt dürfen auf alle Fälle erstmal die ganzen, Fuchzen. Das bringt mir relativ wenig. Das bringt mir relativ wenig. Ich könnte höchstens den Ausgleich, den Ausgangspunkt wiederherstellen. Das würde einfach nur diese Minus... Was macht das Ding? Minus 175. Aber das bringt es ja auch noch nicht ganz so aus. Es gibt ja Gebäude, die sind dann richtig schön effektiv. So. Einmal drehen, bitte. Wir werden mal 3 Stück bauen. Wir werden mal nicht 3 Stück bauen. Hallo? Ah, jetzt satt. Ganz komisch. Jetzt produzieren wir das zumindest schon mal. Was bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall... Was bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Schiff. Das wir uns sogar leisten können. Sehr gut. Das wird Hector natürlich auch nicht gefallen, so wie ich ihn kenne. So gut sprichst du, er baut die Schiffe. Und ich bin wieder auf einer Tonne. Das will ich natürlich am wenigsten. Sehr schön. Ja. Weiter geht natürlich die Suche nach dem netten Professor. Jetzt fange ich erstmal hier unten an. So langsam aber sicher müssten wir den doch mal finden. Auch auf die anderen. Ah! Sorry, bin in Eile. Oh. Ein paar Dreh- ja, ich vergaß, das ist sie. Ansonsten hätte ich gesagt, wir hängen uns jetzt einfach hier an den Trimaran. Eines der Unterseeboote, keine Bewaffnung. Aber viele Sockelplätze frei, um es doch relativ auch effektiv in einem Gefecht machen zu können. Und... Ihr Auftrag? Mein Auftrag. Geld her. Ich habe den Gegenwert Ihrer Lizenzen in Credits. Ja, wenn wir jetzt natürlich schon einigermaßen stark aufsteigen würden, sodass wir... Ach, guck mal an. Ach so, das ist ja die Insel, die ich hier gesagt habe, was ja für die SSAT eigentlich... schon mal okay wäre. Also das... Registriere neues Fahrzeug. Ein Frachtschiff. So, die Rainbow. Du fährst dann schon mal hier runter. Also gut. Halt, jetzt mache ich erst noch was Schönes. Stadtzentrum. Ökologie. Nein. Nein. Da war es doch. Du kannst wieder zugehen. Nein, dann war es über das Kontor. Genau. Kabu. So. Für die anderen Stadtnamen dürfte ich mir lieben gerne Vorschläge geben, auch wenn ihr sagt, Mensch, Schiffsnamen. Einfach posten. Ich benenne die dann um. Liebend gerne. Das wollte ich gerade sagen, warum ist die Rainbow voll, aber sie ist ja nicht voll. So, eine neue Handelsroute und das ist das Essen. Ja, vorerst ist es mal nur Essen. Nahrung kommt ja noch dazu. So, Station und die Station. Wir laden hier unten ein. Warum klingt hier Alkohol? Alkohol kann ich nicht einladen, weil ich keinen Alkohol produzieren kann. Die Frühlingsrollen, beziehungsweise den Sushi oder wie es hier heißt, die Biokost. Und die laden wir hier oben natürlich auch wieder aus. Ein Schiff hinzufügen. Das ist die Rainbow. Wir können natürlich auch hier auf dieses Schiff draufklicken. Also das Handelssystem ist eigentlich sehr, sehr einfach gemacht. Das Ganze fängt an zu starten. Man sieht das dann auch. Sehr schön. Hier fährt es. Ich kann das Schiff jetzt dann auch sagen, komm, ich mache mal was anderes damit. Dann sieht man hier oben dieses die 3 Sets. Und dann kann ich einfach hier wieder sagen, setz deinen Transport fort. Dann sieht man, wohin es fährt. Jetzt fährt es erst da hier. Diese Strecke runter zu es dann nach oben. Da hätte man noch Pfeile hinmachen können, in welche Richtung das dann ungefähr geht. Aber das hat man eigentlich relativ auch schnell raus, in welche Richtung es denn nun geht.
Hier eine schöne kleine Sandbank. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Kreuz? Also so, wenn man es so anguckt, ist es ein Kreuz. So, als hätte sich da einer aufgehängt. Oder es wurde einer aufgehängt. Aber so ist es einfach nur ein verdorrter Baum. Hätte man öfters gießen müssen. Ist mal was ganz Kritisches. Ich fahre dort unten mal entlang. Irgendwo muss es hier sein. Jetzt dürfen die ganzen Werkzeuge rauf. Und wir erweitern gleich die Stadt. So. Das ist immer so ein bisschen das Kniffliche. Wie weit macht man das? Raus, ne? Bisschen überschneiden sollte es sich. Auf jeden Fall. Und ich will diese zwei Straßen auf jeden Fall mitnehmen. So. Ganz wichtig. Ansonsten schreien die Leute herum. Wenn man jetzt hier oben Gebäude hinbaut und nur eine Straße zu dem Stadtzentrum macht, dann schreien die Leute rum. Ich weiß jetzt nicht, ob die das in diesem Addon dann geändert haben, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber ich bin in der Hinsicht immer sehr vorsichtig. Das war bis dahin dann okay. Hallo, ich bin Professor Davy. Es stört Sie doch nicht, wenn SAAT ihre Verhaltensmuster genauer unter die Lupe nimmt. Es kommt drauf an, was du zahlst, dass du das machst, mein Freund. Es kommt ganz drauf an, was du dafür zahlst. Er sagt nichts mehr dazu. Das bedeutet, er zahlt es auch. Sehr schön. So, dann bauen wir natürlich hier oben noch eine Konzerthalle, aber das ist ja nichts Neues. Sehr schön, dass ich die Bauzellen mitgenommen habe. Die könnten wir dann von oben auch mitnehmen. Und wenn hier jetzt schon kommt, Lagerraum ist voll. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, so auf die schnelle Welle, haben wir hier oben auf alle Fälle auch viel zu wenig Platz. So. Oh mein Gott, dass die Leute noch nicht geschrien haben, dass sie keine Anbindung zur Straße haben. Ich glaub's ja gar nicht. So, die Konzerthalle. Also, man sieht es ja relativ eindeutig. Hier ist alles grün. Das bedeutet, die Leute sind hier im Einfluss. Ich gehe jetzt mal weiter runter, runter, runter. Und genau, da sieht man's, das Gelbe. Es müsste aber weiter wie das Gelbe gehen. Was ist denn da jetzt kaputt? Das muss ich jetzt aber nicht verstehen. Das muss ich jetzt ernsthaft nicht verstehen. Ja, 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 ihr dürft alle pisst sein, das ist mir egal. Ach, ja, ich bin ja auch ein Trottel hoch 20. Alter Falter. Die brauchen das doch. Ganz ehrlich, ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Ich bin gerade ruhig, weil ich mich gerade frage, was habe ich übersehen? Irgendwas muss ich übersehen haben. Test einfach mal... Ah. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Ah, okay. Das macht natürlich Sinn. Also die Leute hier oben hatten keinen Zugang, weil sie dort runter nicht gekommen sind. Hm. Ich hab da eine Straße vergessen. Ja, das ist halt das Penible hier in diesem Spiel. Man muss da bei der Straßenführung auch aufpassen. Genau, so. Jetzt macht das nämlich mehr Sinn. Na Gott sei Dank habe ich da nochmal etwas näher nachgeguckt, anstelle zu sagen, ich baue das jetzt einfach hier auf. Also man sieht hier diesen gelben Bereich. Die Informationen über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Ah, sollen sie doch schön Krieg haben. Das ist doch mir egal. Sollen sie sich die Köpfe einschlagen. Jetzt gehen wir natürlich so weit hoch, dass die sich nicht zu sehr überschneiden, weil die Sache ist ja die, hier kommt ja dann auch nochmal eins hin, ne? Und dann kann man da noch den Rest ab. Decken. Aber so gewisser Hinsicht möchte ich noch weiter runter, bringt mir jetzt persönlich nicht viel. Ne? So würde ich sagen, fast. Das ist jetzt die Frage. Der anderen Seite, so schlecht sieht das. Spiel gespeichert. Ja, ja. So schlecht sieht das gar nicht mehr aus, wenn ich das dann so mache.
irgendwie. Wie sind da jetzt diese beiden Kreise? Das gibt wieder Flecken auf dem Bildschirm, da freue ich mich dann wieder. Wenn ich dann versuche, so mit dem Finger das einigermaßen einzukreisen, sehen wir dann, wie wir das bauen müssen. Neue Gebäude zum Bau bereit. Oh, was kriegen wir jetzt wohl dazu? Die Kommunikatorenfabrik. Sollte dieses Mal aber schneller gehen, das hat das letzte Mal am längsten gedauert, lag aber mehr daran, dass wir einfach Krieg hatten mit Keto, die da und dazwischen gekommen ist. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir mit ihm eigentlich auf grünen Fuß kommen. Möglichkeit Nummer 1 ist natürlich das einfachste, Handel. Und das machen wir dann auch. Hier sind sehr viele Inseln. Also da haben sie nachgelegt. Ich glaube, das war das letzte Mal nicht so viele Inseln. So, habe ich jetzt richtig gelesen? Ach ja, weil ja die Bevölkerung aufgestiegen ist, können wir hier nochmal eine Ausbaustufe mehr machen. Hier drüben waren wir schon auf dem Maximum. Geht noch eine Stufe, ne? Aber da brauchen wir noch ein paar Leute mehr dazu. So, wie sieht's aus? Gemüse und Reis. Also Gemüse entleert sich. Wir brauchen derzeit mehr Gemüse als Reis. Das gefällt mir natürlich schon mal sehr gut. Weil Gemüse ist ein bisschen einfacher aufzubauen. Wie man ja auch schön sieht. Auf der anderen Seite, ich könnte hier nochmal Gemüse hinsetzen. So, Frage ist natürlich... Wir brauchen ein Feld mehr. Ja. Genau, und das meinte ich, man muss dann einfach nur nochmal nachgucken, wie habe ich es da drüben gebaut. Sie sind ja so perfekt. Oh, er fängt schon an rumzuheulen. Halt doch die Lappen, Alter. Geh doch gepflegt kacken. So. Reis machen wir plus. Das ist sehr, 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 sehr schön. Auch mit etwas verminderter Produktivität hier. So, jetzt hat, was ich aber bei ihm natürlich noch gucken wollte. Ja, halt doch die. What the fuck? Reduziert die Wartezeit nach Anteilskäufen. Ah ja. Jetzt machen diese Sachen hier natürlich dann auch viel Sinn zu kaufen. Ja. Deckt eine bestimmte Anzahl an Inseln in diesem Sektor auf. Das ist auch nicht schlecht. Sie können einen... Ja, für 200... Das will ich jetzt auch nicht im eigentlichen Sinne. Was ist das da? Öffentlichen Gebäude. Ja, ist auch sehr nett. Beseitigt einen negativen ökologischen Einfluss von Ruinen auf einer Insel. Ah, oh, nee, oder? Kollege. Aber jetzt weiß ich zumindest, wir kriegen es weg. Dann haben wir hier auch eine sehr gute Umweltbilanz. Produktion gestoppt. Ja, höchst beeindruckend, Süße, höchst beeindruckend. So, die beiden Schiffe sind frei. Den möchte ich mir halt einigermaßen frei behalten. Deswegen brauchen wir noch ein Schiff. Energieknappheit. Oh, aber... Haha! Haha, scheiße. So viel dazu. Okay. Griechen wir auch noch. Bauen wir einfach nochmal ein Windrad auf. Das ist mehr provisorisch als alles andere. Nee, geht nicht, weil wir keine Werkzeuge da haben. Achso, jetzt wollte ich gerade sagen, das Schiff ist da und ich habe noch nichts von mitgekriegt. So, dann holen wir uns nochmal 5 Tonnen Werkzeuge runter. Und dann machen wir uns daran, die Kommunikatorenfabriken hier aufzubauen. Achso, ich wollte sagen, wir nehmen uns die beiden Minen und da. Aber das ist ja keine Mine. So. Also die Minen werden gerade so auslangen. Wobei ich ja selbst das auch noch bezweifle. Oh, er ändert das Schiff! Er ändert das Schiff! Man sieht es zwar nicht, aber er tut's. Was wir ja eigentlich auch tun könnten mit diesem netten
Item. Dass man das mal sieht. Na? Na, kann's wohl nicht, weil es halt gerade das Schiff entert. Fahrzeug fertiggestellt. Na, dann. Nein, 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 nein. Komm, dann machen wir den kaputt, dann ist sie zu das uns ist nur zu Dank, eines von 100 Barracuda-Schiffen. Und alle sind schneller als deine Kähne. Ja, das sagen sehr viele. Na, eine Sirene als Handelschef. Ich glaub's ja gar nicht. Oh Mann, da hat er aber auch Guss. Oder lag jetzt das immer schon so aus? Oh, Flugfeld. Mr. Strindberg liebt Flugzeuge. Da bin ich auch gespannt, was da Neues dazu kommt. Vor allem U-Boote. Alter. Oh, er hat abgelassen von dem Schiff. Ich arbeite gerade an einem Konzept für ein... probieren wir das Ganze nochmal. Naja, will nicht, weil er im Gefecht ist, nehme ich an. Schade eigentlich. Sieht auch lustig aus. Ja, die schnellsten sind das. Schnellsten Schiffe sind das nicht. Definitiv. Gegen unsere Schiffe hast du nicht den Hauch einer Chance. Ach, das sagen viele. Oh, die schnellste Einheit. Die einzelnen Spirit-Forschungseinrichtungen stehen permanent miteinander in Verbindung. Ich muss ihnen danken. Sukkuf Transnational hat durch diese Person bereits große Verluste eingefahren. Ach ja, stimmt. Er mag es. Bringt uns auch sehr viel im Verlauf. So, aber jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Also, 5 Tonnen Werkzeuge, wo wir mit runterkommen. Ach, komm, mach mal 10 Tonnen, dann hätte ich das ja mal lassen können. So, die bringst du jetzt hier runter. Die Sirene fahren wir dann schon mal rauf, Zus. So. Als erstes brauchen wir die Minen. So. Energieversorgung mangelhaft. Dass wir die einigermaßen gut anschließen können. Solange die so lustig hin und her wackeln, können wir sie auch holen. So. Dann hätten wir das erste Problem schon mal geschafft. Lagerhäuser, wenn wir da eh wahrscheinlich kriegen, bis zum geht nicht mehr. Das Gute ist, wir können auch überall gleich mal... nicht überall, aber fast überall zumindest schon mal Windkraftwerke mit aufbauen. So, in den unteren Bereich ist das immer sehr gut. Und hier... Ja, also wegen dem 2% am Ende jammere ich mal nicht herum. So, wir brauchen Kommunikatoren und da werde ich gleich in die... Oh, Gott sei Dank, wir haben Sand da. In die Vollen gehen und gleich mal jede Menge bauen. Wir werden dann jede Menge an Bevölkerung nachproduzieren müssen, will ich schon, wollte ich fast sagen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jede Menge Bevölkerung dann natürlich auch bekommen. Ganz klar. Und immer gleich eine Straßenanbindung. Also es ist... Hat sich einfach bewährt, das System mit der Straße. So. Dass dann die mit Fahrzeugen fahren. Gut, hier ist jetzt noch nicht so viel zu tun für die. Da geht das schon. So. Das wäre Problem Nummer 1. Beziehungsweise nicht Problem, aber schon mal das erste. So, Flussbett. Flussbett. Hier noch eins. Ich denke mal zweimal, dreimal Sand. Komm, komm. Nicht knausern. Und auch hier wieder schön alles anbinden. An das Warenlagersystem. Nicht so viel Ecken in den Straßen haben. Sieht einfach nicht gut aus. So. Hier machen wir noch eine Straße hin. Okay. Ach, guck mal an, da hätten wir sogar nochmals 2. Also Sand haben wir hier definitiv mehr als genug. Und dann mache ich das so. Dieses Mal. Hey, scheiß Spion. Achtung,
Produktionsstillstand. Wart nur, bis ich meine Flugabwehr habe. So, dann werden wir das nächste Mal hier Produktionsgebäude aufbauen. Schön, dass alles beieinander ist. Alles in Reih und Glied. Vielleicht noch so rauf zu uns. Mal gucken, wie ich es dann mache. Werden wir sehen. Das allerdings erst im nächsten Part. Bis denn. Baba.